Gut, dann darf ich Sie herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz des LASK im Vorfeld der 22. Runde der Tipico Bundesliga. Der LASK empfängt morgen den FC Red Bull Salzburg in der Raiffeisen Arena Pasching. Anstoß ist um 17 Uhr und übertragen wird das Ganze wie gewohnt auf Sky Sport Austria 1. Ja, und aus diesem Anlass darf ich jetzt begrüßen am Podium unseren Cheftrainer und Sportdirektor Dominik Thalhammer und unsere Nummer 13 und Mittelstürmer Johannes Eggestein. Ja, Dominik, morgen findet ja bekanntlich der Grunddurchgang seinen Abschluss und das mit einer Spielpaarung, die uns, wenn wir zurückdenken, im Herbst richtig begeistert hat. Es war ein Bundesligaspiel auf absolutem Topniveau. Welches Spiel erwartest du vor diesem Hintergrund für das morgige Rückspiel? Ja, wenn ich heute in die Gesichter meiner Spieler geblickt habe, dann hatte ich das Gefühl, dass sie bereit sind für ein richtiges Kampfspiel morgen. Und ich glaube, das wird es werden. Wir werden ein unglaubliches Tempo sehen, höchste Intensitäten. Und ich glaube, wir brauchen einen außergewöhnlichen Tag, eine besondere Leistung. Und dann, glaube ich, ist es vielleicht nicht unmöglich, ein großes Spiel auch für unsere Fans zu gewinnen. Morgen also Salzburg zu Gast bei uns in Pasching. Wer steht personell zur Verfügung? Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Rückkehrer? Ja, Philipp Wiesinger wird wieder in den Kader zurückkehren. Alles klar, danke Dominik. Ja, Johannes, dann zu dir. Du hast, wenn wir zurückdenken, im Hinspiel ja das zwischenzeitliche 1:0 damals erzielt, und zwar per Köpfchen. Das gelingt dir gar nicht so oft. Ich habe in die Statistikbücher hineingeblickt. Ich glaube, zuletzt war das im August 2019 der Fall. Ja, dürfen wir uns morgen wieder auf ein Kopfballtor von dir freuen? Ja, hoffentlich. Ich werde natürlich alles dran legen, dass es wieder gelingen könnte. Aber ja, ich kann mich dem Trainer da, glaube ich, nur anschließen. Es wird morgen ein sehr intensives Spiel. Wir müssen alles reinlegen. Es wird, glaube ich, schwierig. Aber ja, wir rechnen uns gute Chancen aus. Wir haben einen guten Plan. Und ja, wir werden alles reinlegen. Vielen Dank. Und damit kommen wir zu den Fragen der Medienvertreter. Wer möchte beginnen? Georg Leblower, Kronenzeitung. Frage an beide. Was spricht für den LASK morgen? Ja, ich glaube, auch das letzte Spiel zeigt, dass wir sehr zuversichtlich sein können, weil ich der Meinung bin, dass wir damals im Dezember ein richtig gutes Spiel, vielleicht eines unserer besten, auch im Herbst gemacht haben gegen Salzburg. Und ich glaube, dieses Selbstvertrauen, diese Zuversicht, dass wir auch Waffen haben, mit denen wir Salzburg Probleme bereiten können, also das spricht schon ganz klar für uns. Und ich glaube, diese Waffen haben wir und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir Salzburg Probleme bereiten. Wie viel, das hängt davon ab, wie wir unsere Dinge morgen gut umsetzen können. Weil ich glaube, neben der Emotion und dem Kampf ist es schon auch ganz klar wichtig, dass wir unsere Idee gut umsetzen und dass wir in unserer Idee eigentlich so quasi funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Das muss ganz, ganz stark funktionieren, weil Red Bull unglaubliche Stärken natürlich hat im Umschaltspiel. Und da müssen wir die richtigen Räume bespielen, da müssen wir sehr, sehr präsent sein und auch den Rücken hinter unserer Kette sehr, sehr gut verteidigen. Also wir müssen sehr, sehr gut funktionieren, neben dieser ganzen Emotionalität und unseren Plan auch perfekt umsetzen. Ja, einiges. Ich glaube, wir sind eine gute Mannschaft. Natürlich müssen wir morgen alles abrufen, was wir drin haben. Es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Ich glaube, es gibt auch nicht irgendwie noch erstmal einen danach, sondern danach ist erstmal eine Pause. Und allein dadurch haben wir schon einfach die Möglichkeit, alles reinzuwerfen. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben uns auch was Gutes überlegt für das Spiel morgen. Das werde ich natürlich, oder das werden wir hier jetzt natürlich nicht im Detail verraten, aber das alles stimmt mich zuversichtlich, dass wir da morgen ein gutes Spiel machen können. Und ich glaube, ja, solange wir auch gut verteidigen, vielleicht hinten auch lange die Null halten, ist das Spiel total offen. Und das stimmt mich sehr positiv. Weitere Fragen? Roland Streinz, Sky Sport Austria. Ja, morgen wichtiges Spiel. Es gibt ein danach, nämlich das danach nach der Punkteteilung, Jojo. Und wie wichtig siehst du dieses Spiel jetzt nicht nur punktemäßig, sondern auch schon in Richtung unter Anführungsstrichen psychologischer Kriegsführung, dass man den Salzburgern zeigen kann, man kann sie besiegen? Ist das vielleicht sogar der wichtigere Punkt fast noch als die Punkte?
Ja, also klar, wenn man gegen Salzburg jetzt gewinnt, wäre das natürlich schon auch ein Ausrufezeichen, das kann man schon so sagen. Aber ich glaube, es ist jetzt kein alles entscheidendes Spiel. Es ist wichtig. Ich glaube, allein dadurch, dass man halt vielleicht gewinnen könnte oder nicht verliert und die Punkte dementsprechend nicht weiter anwachsen, hat man die Möglichkeit, dann halt durch die Punkteteilung auch weiter ranzukommen. Nicht nur an Salzburg, sondern auch an Rapid Wien. Und natürlich, dadurch ist es sehr wichtig für uns, klar. Weitere Fragen? Herbert Pummern, Upper Liga Portal. Teil einmal, Jesse Marsch war voll des Lobes gestern, aber auch voll des Respektes bei der Pressekonferenz. Hat gesagt, der Lars, das sind Kämpfer, die allerdings auch spielstark sind. Man hat den Spielstil verändert und dann meinte er, die größte Stärke wäre die Mentalität und die Motivation, die die Mannschaft auf den Platz bringt. Was entgegnen Sie dem jetzt im Umkehrschluss, was Salzburg ausmacht? Sie haben es ja eben schon etwas angedeutet. Auch vieles dieser Eigenschaften bringt natürlich Salzburg mit. Eine tolle Mentalität und natürlich sehr viel Dynamik, sehr viel schnelle Spieler, ein sehr geradliniges Spiel. Ich denke, es ist eine der besten Mannschaften in Europa, wenn es darum geht, auch schnell umzuschalten, schnell in die Tiefe, in den Rücken der Abwehr zu kommen. Ein absolutes Top-Team und natürlich eine unglaublich hohe individuelle Qualität. Weitere Fragen? Nochmal die Anschlussfrage, ja. Kurz aufs Mikro warten. Wiesinger kehrt zurück, hatten Sie gesagt. Filipovic wurde bei Sky vermeldet, dass am Montag, also er war ja zugeschaltet, dass er wieder im Training ist diese Woche. Wie weit ist da an ihn im Kader wieder zu denken? Ja, war jetzt drei Trainingseinheiten bei der Mannschaft. Aber für uns ist es ein bisschen zu früh. Wir wollen ihn dann zu Beginn einfach der Meistergruppe voll fit haben und dann wird ein sehr, sehr wichtiger Spieler natürlich für uns sein. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe nochmal Herbert Pummern. Jojo nicht ganz entlassen. Jojo, als du das erste Mal gehört hast und auch jetzt, hast du dir Gedanken darüber gemacht, dass diese Punkteteilung, hast du dir gedacht, was ist das denn oder wie denkst du grundsätzlich darüber? Also ich habe mir schon sehr viele Gedanken darum gemacht, weil ich das ein spannendes Modell finde, auch aufgrund der Anzahl der Mannschaften in der Liga und natürlich auch einfach um die Liga dann nochmal im Anschluss an die Hin- und Rückspiele nochmal ein bisschen spannender und ausgeglichener zu gestalten. Und daher finde ich das sehr spannend, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit der deutschen Liga vergleiche, wo dann halt tatsächlich jetzt mit Leipzig und Bayern dann teilweise Mannschaften schon sehr weit vorne sind und dann vielleicht die Tabelle oder die Punkte halt nochmal geteilt werden, würde ich das selbst auch in Deutschland interessant auf jeden Fall finden. Und deswegen finde ich es eine sehr spannende Sache. Gut, gibt es noch eine Abschlussfrage vielleicht? Günter Meierhofer, Oberösterreichische Nachrichten. Jetzt verlierst du ja nach diesem Spiel einige Spieler, die mit Nationalmannschaften unterwegs sind. Der LASK verliert die meisten der Bundesligisten, was das ÖFB-Team zumindest betrifft. Ist es ein Wettbewerbsnachteil im Hinblick dann auf die Meistergruppe? Erstens behindert die Spieler, zweitens haben sie Belastung durch Reisen, vielleicht nicht so sehr durch Spiele. Ja, natürlich ist unsere Kadersituation aktuell etwas angespannt und wir haben natürlich einige Ausfälle, aber es überwiegt dann schon irgendwie schon der Stolz, also dass wir so viele Spieler dabei haben und ich glaube auch für die Spieler, es ist eine Riesenmotivation. Sicher wäre auch eine Pause nicht schlecht, aber ich denke, wir nehmen das an und das ist schon sehr für die Motivation eine herausragende Geschichte, dass wir so viele Spieler dabei haben. Aber ich glaube, die endgültige Kaderbekanntgabe ist ja erst heute am Nachmittag. Gut, gibt es noch eine Frage? Ich sehe keine Handzeichen mehr, das heißt, es gibt keine Fragen mehr. Dann sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Morgen steigt also das Spiel LASK gegen den FC Red Bull Salzburg. Vielen Dank fürs Dabeisein und Servus auch an alle Fans vor dem Facebook-Livestream.